auf einen Flug. Meine Familie kommt gleich an. AX112? Ja, genau. Hier entlang, bitte. Roman Melnick. Ich möchte, dass Sie mir jetzt ganz genau zuhören, Mr. Melnick. Hey, Drake, nehmen Sie Platz. Gehen wir es noch einmal Schritt für Schritt durch, in Ordnung? Sie kamen um 22.05 Uhr im Kontrollraum an. Dieses gottverdammte Telefon. Ohne Kopfhörer konnten Sie nicht hören, dass AX112 meldete, dass es in den Sinkflug übergeht. Wir erhalten eine Meldung von unserem T-Cat. Die Maschine, mit der Ihre Frau und Ihre Tochter geflogen sind, hatte in großer Höhe einen Zusammenstoß. AX112, können Sie mich hören? Ich möchte, dass mir jemand sagt, dass es Ihnen leid tut, dass Sie meine Familie getötet haben. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, ist es möglicherweise in Ihrem Interesse, wenn Sie eine Veränderung durchführen. Ein anderes Zuhause, ein anderer Name. Ein anderes Leben. Ich bin Journalistin. Ich möchte Ihnen einige Fragen stellen. Hi, wollen Sie bei der Suche helfen? Ja. Sind Sie mit einem der Opfer verwandt oder befreundet? Nein. Es ist das Beste für Samuel und für uns und... Ich hoffe, es ist auch das Beste für dich. Ich habe ihn gefunden. Er hat sein Haus verkauft und ist in einen anderen Staat gezogen. Haben Sie seine Adresse? Ich will ihm nur in die Augen sehen und ihm ein Foto von meiner Familie zeigen. Sehen Sie es sich an! Niemand hat sich bei mir entschuldigt. Niemand. Ich bin kein schlechter Mensch, okay? Ich will, dass der Schmerz in mir aufhört, dass er weggeht.